Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Spieltagsvorschau zum Spiel gegen den THSV Eisenach aus ungewohnter Umgebung, aus der altehrwürdigen Lengenfeldhalle. Bevor wir zum Spiel Eisenach kommen, Markus, herzlich willkommen nochmal hier in der Lengenfeldhalle und Rückblick auf Spiel Göppingen muss sein. Gestern deutliche Worte gelesen in der lokalen Presse. Hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt? Habt ihr das Spiel aufgearbeitet? Ja, natürlich. Aber ich denke, dass das, was wir dort eben haben vermissen lassen, dass das immer noch in uns brodelt. Das wäre schlimm, wenn das jetzt schon wieder abgehakt wäre. Das Negative muss raus, ganz klar. Aber das, was gefehlt hat, ich glaube, das muss drinstecken. Gerade jetzt, wenn wir am Samstag in Eisenach auflaufen, wenn wir da in irgendeiner Art und Weise Schwäche zeigen, Mutlosigkeit zeigen, Resignation zeigen, dann ist das ein ganz schlechter Ort für sowas. Eisenach hat jetzt 2 Wochen Zeit gehabt, sich auf den HBW vorzubereiten. Du kennst Trainer Velimir Petkovic, du weißt, was uns dort erwartet, was dich und die Mannschaft dort erwartet. Was erwartest du von deiner Mannschaft in Eisenach? Gut, in Eisenach kommt es schon seit ich denken kann. Also seit ich in Eisenach war, kommt es da immer auf die gleichen Dinge an. Man darf sich nicht stressen lassen, man darf sich nicht verrückt machen lassen, man darf sich nicht unterkriegen lassen von dieser Halle, von diesem Druck, der von den Zuschauern kommt, dieser Emotionalität, die Petko natürlich immer mitbringt. Das ist ja auch super, ja, das ist klasse und ich glaube, er passt in diese Halle, passt Petko natürlich zu 100% rein und mit solchen Dingen müssen wir rechnen, dass wir immer Stress haben, dass es unterschiedliche Abwehrformationen gibt, dass es hohe Emotionalität im Spiel gibt, dass es auch eine Mannschaft gibt in Eisenach, die rennt, die dieses Spiel natürlich genauso gewinnen muss wie wir, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten ist. Aber für uns ist es auch so, wir müssen auswärts punkten und da gehen wir so auch rein, dass wir das wollen am Samstag in Eisenach und dass wir für uns einfach einen Fahrplan, vor allem im Kopf, uns bereitlegen, dass wir uns nicht anstecken lassen von Negativem oder von dieser Stimmung, dass wir nicht mutlos sind, sondern dass wir unsere Sache emotional spielen, sehr emotional spielen, eben das lernen aus dem Göppingen-Spiel und dass wir dazu aber handballerisch den kühlen Kopf behalten. Mit welchem Kader wirst du nach Eisenach fahren? Ich habe eben gesehen, der Einzige, der draußen sitzt, ist Felix König. Wie sieht es beim Rest der Mannschaft aus? Die sind fit. Fodi war jetzt ein bisschen krank, hat jetzt heute seine erste Einheit in dieser Woche gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass am Samstag außer Felix alle auf der Platte stehen können. Und wie ich das mache, das werde ich dann sehen. Markus, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Wir warten Samstag ab und hoffen auf die ersten 2 Auswärtspunkte. Vielen Dank. Dankeschön.